Wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt. Und die Zuneigung ist groß bei Fred Flämig und Stefan Schmidt vom Landwirtschaftsmuseum Blankenheim. Ist doch dieses Vehikel ein besonders hübscher Repräsentant der DDR-Eigenbauten. Aber verdammt bockig. Und so wird der Wunsch nach einer kleinen Vorführrunde zum tollkühnen Ritt. Alle heil, doch das Vehikel bleibt bockig. Immerhin ist das Baujahr 1970. Das ist ja ein Berliner Rollermotor von einem Motorrad. Der Motor stand ja unter der Haube hier. Das war eigentlich der Sitz von dem Berliner Roller. Das waren die Trittstufen, die Alu-Teil, das ist der Tritt gewesen. Und dann ist eben bloß noch Trabantgetriebe angeflanscht worden. Bist du nicht willig, so braucht es Gewalt. Und endlich. Für Stefan Schmidt ist das Gefährt mehr als ein kurioses Männerspielzeug. Es ist ein knatterndes Denkmal für den Erfindergeist seines Erbauers in einer Zeit des Mangels. Ist schon ein Wahnsinnsteil. Doch, das ist ein Wahnsinnsteil, wer sich das hier ausgedacht hat. Vor allen Dingen, weil er alles verwendet hat wieder für den Berliner Roller. Das ist das Schöne. Naja, es ist wirklich gut. Sieht doch gut aus. Utopisch. Utopie war es indes nicht, die den einstigen Besitzer aus dem sächsischen Schildau, Horst Köppe, zu dem Eigenbauvehikel animierte. Eher die Realität im real existierenden Sozialismus. Horst Köppe benötigte für seinen Feierabendgartenbaubetrieb Schneepflug, Zug- und Hackmaschine, Grubber oder Pflug. Und weil es für DDR-Normalbürger solche Maschinen nicht gab, musste eben ein umgebauter Motorroller herhalten. Ein wahrer Tausendsasser des Gartenbaus, der noch bis ins Jahr 2008 seine Dienste tat, bis ihn Horst Köppe schließlich dem Kuriositätenkabinett des Landwirtschaftsmuseums Blankenheim vermachte. Das kuriose Ausstellungsstück trägt einen ebenso kuriosen Namen. Das ist die Bauernkuh. Ja, der Name Bauernkuh oder Benzinkuh oder wie sie alle so manchmal neckisch genannt werden, kommt eigentlich daher, dass ja in solchen Kleinbetrieben, da war ja oftmals die Kuh das Zugmittel, nicht das Pferd. Und so hat man dann halt eben den Begriff der Zugkuh halt übertragen auf die Motorkühe. Es gab sozusagen einen Gartenbautraktor in der DDR oder dann aus RGW-Produktion. Das haben die gärtnerischen Produktionsgenossenschaften erhalten. Und die kleinen Privaten, die mussten sich das selbst bauen. Die mussten eben ihre Geräte selber bauen, weil es sie auf dem Markt nicht zu kaufen gab. Die Bauernkuh. Aus der Not einst geboren, ist sie nun ein Stück qualmende und ratternde Landwirtschaftsgeschichte. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.